Ach ja, und schon geht's wieder lustig weiter hier im Kriegsgebiet und meine Munition ist offensichtlich voll. Ja, ja, die Bombe. Ja, es ist kein Auslöser, keine Explosion, das klingt doch eigentlich sehr logisch. Und vor allen Dingen, wir finden einen schrubbelnden Klingenaufsatz, na toll. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Folge, keine Ahnung welche. In letzter Zeit bin ich ein bisschen, ich bin ein bisschen nachlässig beim Aufnehmen, ich gebe es dazu. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich irgendwie, ich habe mich leicht verschätzt, und zwar, mir ist aufgefallen, dass ich am Ende einer Woche habe ich immer weniger Zeit als am Anfang einer Woche. Und ich habe jetzt Mass Effect nur mal einen ganz kurzen Zeitabstand, also mit wenig Vorlauf aufgenommen, sagen wir es mal so. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich irgendwie keine Mass Effect-Folge fürs Wochenende hatte. Und das war ein bisschen doof, und dessen werde ich jetzt mal ein bisschen mehr Vorfeld aufnehmen. Kommentare kriege ich ja sowieso keine, also verpasse ich auch nichts. Mir entgehen keine Kommentare, weil es gibt einfach keine. So deprimiert das auch klingt. Und ich kann in aller Ruhe Mass Effect für mich durchspielen und vielleicht in wenigen Jahrzehnten. Hallo, Sturmschütze? Ach, die haben wieder so einen lustigen Schutzschildgenerator hier, ne? Ist das hier? Ist das der Schutzschildgenerator? Da sieht das so aus. Was habe ich eigentlich für ein schlechtes Scharfschützengewehr? Beziehungsweise, was bin ich für ein schlechter Schütze? Ist jetzt wohl eher die Frage. Ich glaube, ich schieße auch immer zu eilig. Wenn ich nicht immer auf den Körper gehen würde. Ach, die Typen schon wieder. Oh, diesmal war es aber ein Kopftreffer, mein Gott. Da können die natürlich. Oh, dafür ist die. Dafür ist die Munition aber wirklich schon sehr knapp. Ach, diese Schutz. Diese Schutzschild gehen auch wieder aus. Ich finde ja fast, das ist so wie. Das ist ja quasi eine Luftdruckpistole, was ich hier habe. Zumindest hat sich das Ding so ein bisschen an als. Oh, guck mal. Rosenkopf Materials Handschuhe. Ja, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie. Ja. Ja, ja, ganz ruhig. Ich habe ja ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen Aufsätze, die ich finde, die laufen zwar alle immer mehr auf Kraftschaden hinaus, aber irgendwie so auf Lebenspunkte ja nicht gucken. Eine Konsole. Macht keine Information. Ja, auf mehr Schaden oder mehr Munition. Ja, klingt doch ein guter Plan. Jo. So viel durchzumachen und dann alles in einem gewaltigen Blitz zu verlieren. Was? Das ist fürchterlich. Ja, 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 ja. Finde die Taktik eigentlich super. Also, das ist. Also, die Taktik finde ich nicht super, sondern super praktisch. Also, die, da hätte ich auch gemacht. Das ist zwar jetzt menschlich nicht so geil, aber da so eine Bombe dahin zu packen. Ein Pikühlkörper, sehr gut. Ja, ja, der 19 Zug, ja, rück mal vor. Kräfte können nicht wegen der Abstiegszeit eingesetzt werden. No shit, Sherlock. Oh fuck. Mina! Ich meine, das ist. Wenn die NPCs wirklich mal darum besorgt werden, selber Decken zu suchen, wäre so eine MP, glaube ich, noch viel besser, weil dann könnte man nämlich. Oh, der hat das noch von alleine rausgemacht. Dann könnte man nämlich mit so einer MP hier die Leute. Wie hohe Verluste? Ihr seid doch nur 10 Mann. Ja, ja, ja. Na super. Vor allem, was ist das hier eigentlich für ein Wohngebiet? Detonationsprotokoll? Aha, das ist ja schön, dass die verfügbar sind. Das ist vor allen Dingen. Oh, Pistolenziffernrohr 3? Gott. Was will ich denn mit einem Pistolenziffernrohr? Ja, ich auch. Ja, finde ich auch nicht, dass es nicht gut klingt. Hier, du entkommst mir nicht! Ich hab ein Achievement. Gut! Ha! Tja, Jungs. Flucht sieht anders aus. Ja, die bereiten die Evakuierung vor. Ich denke, gerade war. Oh, was? Detonationsprotokoll abgeschlossen? Datenpad? Aber da oben liegt noch was. Ich habe alle Zeit der Welt. Nee. Achso, das sind Munitionskisten. Achso, das sind die Schutzschildgeneratoren, die mich hier heilen. Warte mal. Mir fällt übrigens gerade so ein. Ich könnte ja auch mal hier ein bisschen Eile machen. Ich glaube zwar nicht, dass es hier irgendeinen Unterschied macht, hier irgendwie schnell wegzukommen oder beziehungsweise schnell nach vorne. Ja, komm. Nee, das hat den gleich mitgetroffen. Na egal. Nein, jetzt hier, Shepard, nicht von einer Decke zur nächsten. Hier lebt sowieso nichts mehr. Ach, guck mal, da oben. Ja, ich glaube, der tut mir nichts mehr, oder? Oder? Fliegt der gleich weg? Munition voll, das ist ja toll. Ja. Tschüss. Dum-dum-dum. Wo liegt denn hier nicht diese super tolle Bombe? Oh, guck mal, V. Der ist wirklich ganz schön groß. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Das ist eine Bombe? Ja, ich hoffe auch. Ja,
Ja, wahrscheinlich explodieren die gleich alle in ganz große Tragödie. Oder kann ich das hier vielleicht irgendwie beeinflussen? Ah, Präzisionsgewehr kurz noch. Ja, aber die werden uns. Ja. Ja, ich höre schon was explodieren. Das hört sich wirklich sehr nach schweren Geschützern. Komme ich hier in die Büro? Naja, dann. Ich kann einfach runterrennen. Vor allen Dingen bei diesen komischen Missionen hier alle auf Tatanka. Ich weiß, es ist nicht besonders fair, einen Mann in den Rücken zu schießen, aber hey, verzweifelte Zeiten und so. Vor allem, wie lange die hier schon rumgraben. Ja, Achtung, Scharfschütze, das ist richtig. Nämlich ich. Warte mal, können wir da nicht einfach mal hier das technische Gerät? Ich verachte ja diese Geschütze, meinst du ehrlich? Also, wie jetzt? Hätte ich jetzt auch mit Leerwehr platt machen können. Naja, egal. Auf jeden Fall, der Geschütze ist ein bisschen über. Das geht ja auch nicht ganz voran. Also, wie gesagt, ich finde das hier mit dieser Bombe, das ist ja alles ganz unlogisch. Das hat auch keiner bemerkt, dass Cerberus hier. Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische Geschütze. Helfen mir jetzt nicht, könnten später aber nützlich sein. Ja. Ja, offensichtlich. Vor allem mit wie viel Personal die hier sind, das ist ja unfassbar. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Aha, wie überraschend. Das dauert eine Weile. Können wir die Bombe nicht einfach kaputt machen? Kein Auslöser, keine Explosion. Ja, schaffst du das? Wir können den Auslöser deaktivieren? Ja, die Tech ist alt. Ich weiß, was zu tun ist. Das ist ja schön. Einen Moment noch, Commander. Ja, wir decken den Rücken. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Ich meine. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben. Ich meine. Machen Sie es richtig, Soldat. Oh fuck. Scharfschützen! Ja, das ist natürlich richtig geil. Commander! Konzentration auf die Bombe, wir kümmern uns um Cerberus. Ja, wie wenn die Scharfschützen rumrennen, was sollen die da machen? Ich sehe hier niemanden. Ach da. Warte mal, nimm mal über die andere Knifte hier, die hat jetzt auch wieder voll Munition. Ja, ich hoffe doch. Ich meine, dafür ist die, für so eine Verteidigungsschlacht ist die Bombe ja nicht super, also. Bombenwaffe hier, die Granatwerferknifte. So rum jetzt. Da kommt Verstärkung. Wo denn? Ja, ja, die kriegst du. Das ist kein Problem. Was liegt denn hier noch? Oh, guck mal. Ein Hydra-Raketenwerfer. Ich würde ja nicht gerne mal. Warte mal. Das. Weißt du nicht, wie viel. Ah, das ist so. Das lohnt sich wie voll gar nicht, den hier im Nahkampf einzusetzen, den Hydra-Raketenwerfer. Na komm. Lohnt sich voll nicht. Das war voll das coole Gerät, aber es lohnt sich nicht. Es hätte sich gelohnt, wenn die Leute da gerade ausgestiegen wären, aber so. Ja, doch. Der schreit irgendwie nur nach Zeit, der Typ. Das ist ja. Als ob die Typen mir sowieso viel zu entgegenzusetzen hätten. Ich finde es übrigens sehr beruhigend, dass die Cerberus-Leute mich mit Commander Shepard ansprechen. Also, das ist. Ich habe gerade einfach ins Nichts geschossen. Ich sehe hier nichts. Na komm. Warte, Lieber, kannst du das? Bam. Ja, ja, finde ich auch ganz süß, aber. Ja, pff. Warte mal. Mir fällt gerade ein, ich habe doch hier noch. Nimm dies, ihr Unholde! Warum auch nicht? Warte mal, haben wir hier nicht noch eine Auflösung für ihn hier? Genau, und jetzt das. Also, noch geht das hier echt vom Schwierigkeitsgrad. Ist das ja, hält sich das hier sehr zurück. Also, das. Sein, die überrennen mich hier ganz heimlich irgendwie von hinten. Das wäre natürlich total doof, aber. Jetzt wäre übrigens ein Sturmgewehr voll. Oh fuck. Gut, dass ich gerade meine gesamte Munition rausgehauen habe. Also für das. Ja, das, übrigens, mein Team ist hier gerade ein bisschen im. Oh, ich will den Sturmschützen kurz vorher platt machen. Und dann können wir noch unser letztes Granatenbündel drauf werfen. Ich habe ja sogar noch explosive Munition, das geht ja noch. Lange hier nicht. Wo es viel Verstärkung runterkommt. Warte mal, wir haben doch hier noch das hier und das hier. Na bitte, jetzt können wir hier volles Met wirken. Ja, aber stirbt wahrscheinlich da vorne wieder, aber das ist mir egal. Guck mal, da kommt noch mehr. Das sieht ja gut aus. Also sage ich hier aber schön. Vor allem, solange das Ding mich nicht angreift, ist ja alles super. Warte mal, was passiert denn da? Ja, jetzt wäre ich natürlich voll gut, wenn ich jetzt noch Granaten hätte. Naja, dann machen wir mal so. Jetzt muss ich mich natürlich daher zurückziehen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil ich mache aber nicht mal den Atlas kaputt. Der ist ja irgendwie das größere Ziel. So, dann kann ich nämlich jetzt schön mal mit meiner 5 wirken. Ja.
Ja, wenn wir jetzt natürlich noch eine Klippe hätten, die tatsächlich Schaden macht, und Dauerfeuer wäre es natürlich noch besser, gerade weil ich hier so wunderschön flankieren kann. Aber kann ich halt gerade nicht. Naja. Warte mal, wer ist er denn da? So, der ist auch hinüber. Der ist auch weg. Ah, das läuft doch hier wie ein Länderspiel. Ach, guck mal, Leutnant Victus hat sogar Lebenspunkte. Mensch. Commander, die Firewall ist unten. Ich bin drin. Juhu. Bei den Geistern. Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Ach, jetzt doch. Entschärfen. Keine Zeit. Mache. Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt. Ach, 51 Sekunden. Da kommen wir noch weg hier. Ach, er macht das persönlich. Ach so, mach mal das. Warum hat er das nicht gleich gemacht? Also wirklich, das ist ja, überhaupt generell finde ich ja diese Bombe sehr interessant. Also das sieht ja irgendwie... Der fällt doch wahrscheinlich gleich auf halbem Weg runter oder so. Da sehe ich doch schon mehr kommen. Ach, da oben hat es nochmal eine Konsole. Wo kommt die denn auf einmal her? Das ist ja witzig, diese Bildschirm... Das ist ja einfach. Und da kommt jetzt niemand, der ihn unterbricht. Oh, das hat wahrscheinlich ganz tolle, dumme Konsequenzen, wa? Was mich übrigens immer wieder wundert, dass diese Weltraumanzüge nicht irgendwie so leichte Steuerungsdüsen haben, zumindest hier so ein, genau, um sowas zu machen, um in solchen Situationen irgendwo runterzuspringen und dann irgendwie so einen leichten Boost zu haben. Das wäre gerade im Weltraum, wären zumindest ein paar Manövrierdüsen ja ganz praktisch. Was macht denn jetzt? Wie, jetzt geht er da rein? Das war der Auslöser? Lieutenant! Sieg. Na, das ist auch kein tolles Motto. Guck mal, was für Führungssieg gehört. Joa. Ach, das ist die eigentliche Bombe. Die sieht ja witzig aus. Aha. Da kann jetzt keiner irgendwie raufschießen, dann macht das Ding bumm. Hätte ich das verhindern können? Irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Nein, hätte ich nicht. Das war irgendwie gerade sehr aus nach Unveränderbarkeit, die hier irgendwie die Ereignisse beeinflusst. Na, ach, jetzt doch auch mal. Jo, Victus hat's entschärft. Die Tyrianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker Ende. Hat ja wirklich keiner überlebt. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war, dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Tyrianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft und der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, das hat er. Ja, schön, gut, dann haben wir das jetzt auch. Dann muss ich eigentlich nur das komische Geheimmittel freisetzen, oder? Jetzt kommt wieder die Bestandpredigt. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Ja, aber nicht. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker sagt, die Kroganer bergen die Bombe. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Ach. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Ja, das ist Befehl verweigert. Hackett Ende. Na ja, reden wir mal mit Rex, was auf der Lage hält. Der Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. Ja. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Vielleicht hätte ich erst die Bombe, die Genophage beseitigen sollen. Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling. Hey. Wir müssen weitermachen. Die genau. Vergangenheit darf uns nicht zerreißen. Nur zusammen haben wir eine Chance. Primarch, sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Rex? Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Shepard. Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Ja, gut, Shepard. Sie haben recht. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Genau. Gut, dass ich damals Rex gerettet habe vor Jahrtausenden. Man stellt sich vor, der wäre tot. Man stelle sich wirklich vor, der wäre tot. Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung.
Ja, hier, guck mal, hier hat das einen Ordnungsband. Ja, war halt nicht so ganz billig, ne, der ganze Spaß. Geheimhaltung tötet. Das haben sie jetzt auf die harte Tour gelernt. Ja. Die härteste Lektion meines ganzen Lebens, Romana. Echt? Na? Mal gucken, knapp wir sind. 418%? Was leuchtet denn da bitte schon mit 418% auf? Und warum vor allen Dingen stehen da eigentlich menschliche Zahlen, also... Mein Sohn... Er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Ja, gern geschehen. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Was haben die eigentlich da für komische Dinger an den Füßen dran? Die scheinen irgendwie zum Anzug gehören. Oder zu ihren Klamotten. Das ist diese Dings hier, diese hinten, diese Hackendingens da, oder? Haben die irgendeinen Sinn? Oder sind die beiden hergelaufen? Die könnten bei denen doch angewachsen sein. Aber keine Ahnung, was gut sein soll. Haben wir jetzt irgendwelche tollen neuen... Ach, guck mal, haben wir was Neues? Wir haben Turiana jetzt dabei. Wir haben jetzt die... Was? Blackwatch der Turianer? Sind die von außen mit den Fliegen? Und wo kommen die denn auf einmal her? Um die sich ja für den Palawan selbst... Bla, bla, bla. Mhm. Und die 79 Flotte leer, die hatten wir ja schon vorher. Das haben wir ein bisschen Dings. Erstmal mit Vrex reden. Wo ist der denn gerade schon wieder? Der war doch hier irgendwo. Vrex, hallo. Noch so eine Aktion der Turianer, Shepard, und das Bündnis ist Geschichte. Ja, hör zu jammern. Bleiben Sie, Rex. Es ist schwer für uns alle. Ich habe Reaper und eine Riesenbombe auf meinem Planeten. Und wenn beide versagen, sorgt die Genophage dafür, dass wir sowieso alle aussterben. Ja, ganz ruhig, ich auch dran. Ich will das Wort schwer nicht mehr hören. Verstanden. Gut. Und brauchen Sie irgendwas? Tschüss. Das ist alles. Tschüss. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Ja, ich muss hier nämlich keine Frage halten. Ich glaube, das ist... Und Shepard? Mir gefällt, was Sie mit der Normandy gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ich habe zwar kein Fenster wie Liara, aber es ist ein Fortschritt. Ich würde gern mit Ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält... Was soll ich da sagen? Tja. Ja, Rex beizuhaben, ist, als ob ich hier irgendwelche Leute jemals mitgenommen hatte. Also, ich würde übrigens gerne noch ein bisschen meine alte Crew rekrutieren, bevor ich eigentlich so viel mache, aber ich habe mir das Gefühl, dass die ganze. Ich habe einen Kumpel, der entlassen wurde. Kategorie 6 nach Eden Prime. Hey, da war ich mal. Verdammt. Aber auf Eden Prime hätte ich auch den Verstand verloren. War Eden Prime nicht da, wo die. Einspruch eingelegt und gesagt, er sei immer noch diensttauglich. Am Ende hat er mir erzählt, dass er sich Cerberus. Tja, der ist jetzt hinüber. Kommt da noch was? Nee. Na gut, da wurde wahrscheinlich schon erschossen, das ist, so wie ich das kenne. Ja, hier, Trainer. Ich habe von Victus gehört. Jo, und? Ein tapferer Mann. Jo, jetzt vor allen Dingen tot. Ich kannte das. Ah, geht schon wieder los. Ich wollte sagen, dass ich das niemals könnte. Aber? Aber das stimmt nicht. Wenn ich Ihnen zusehe, weiß ich, was es bedeutet, in der Allianz zu dienen. Dol. Sie sind eine gute Offizierin. Gut, dass Sie es endlich erkennen. Aha. Danke. Aber auf die Bombe sollte sich trotzdem jemand anders werfen. Vorzugsweise einer mit guter Panzerung. Ja, schön. Was haben wir hier noch? Privates Zimmer. Haben wir wirklich tolle Mails? Ne, haben wir keine Nachricht dafür gekriegt. Gut, da hat sich hier wahrscheinlich noch nicht ganz so viel getan. Dann gucken wir mal kurz auf die galaktische Karte. Aber eigentlich... Ja, wie gesagt, Genophage halten. Das machen wir dann, glaube ich, auch mal. Wie gesagt, ich würde ja gerne mal gucken, was eigentlich die wie heißen sie das gleich? Die Leute mit ihrer Flottille, die hatten einen Namen. Turiana, Krogana, Salarianer. Wie hießen denn die komischen Typen ohne Immunsystem? Ach egal, auf jeden Fall, die brauchen, glaube ich, auch mal ein bisschen Unterstützung. Die müssen ja jetzt Truppen haben, weil die haben ja davon abgehalten, die Gäste anzugreifen. Details. Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Handy. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Ma'am. Ein neuer Reaper-Typ bei der Mantelanlage. Wie ein neuer Reaper-Typ? Um die Atmosphäre von Tuchanka zu vergiften. Doch, geil. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben sie einen. Haben wir nicht irgendwie mittlerweile ein paar gute Bordwaffen für sowas? Wir brauchen ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevin waren katastrophal. Das ist für Pelevin, genau. Sonst passiert noch viel mehr. Jetzt leg hier los, Junge, hör zu diskutieren. Für Pelevin. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Ja, Jungs, ein bisschen Fokusfeuer. Ja, Feuer. Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen ihre Soldaten am Boden an. Der ist so groß, der Reaper. Gemeinsam können sie ihn vom Turm wegbringen. Ja, ich... Das lässt Zeit, das Heilmittel freizusetzen. Der letzte Schritt der Synthetisierung muss aber am Mantel erfolgen. Ida muss uns begleiten. Na toll.
sind sie, ja, scheitern ist keine Option, genau, nee, das ist, sowas zu sagen, das bringt einen ja auch nicht mehr so richtig voran, denn, sind alle dazu bereit? Sind sie oder sind sie nicht? Wer weiß.